Die Abstiegsangst geht um in Geien. Nachdem man die Hinrunde noch auf Platz 7 beendete, spielt die Mannschaft vom Bach eine katastrophale zweite Halbserie. Die Germanen stürzen ab auf Platz 13 und wollen im Heimspiel gegen Maria Linden die 7. Niederlage in Folge verhindern. Lange Zeit passiert auf dem, naja, so semi-optimalen Untergrund gar nichts. Wir springen in die 39. Minute und das ist die Führung für die Gastgeber. Mit der ersten nennenswerten Szene gehen die kriselnden Germanen direkt in Führung. Robert Ciolek legt vor für Florian Niggemann und der haut das Ding eiskalt ins Netz. Torwart Robin Spiegel ist ohne Schopf. Mit dem 1:0 geht es dann auch in die Pause. Wir springen in Halbzeit 2. Und die beginnt deutlich fulminanter als die erste. Nur 2 Minuten nach Wiederanpfiff gleichen die Gäste in Person von Trian Tafilos Vlachos aus. Wie wir hier in der Wiederholung sehen, durchaus auch mit Hilfe des holprigen Untergrunds. Und dieses Tor sorgt für mächtig Aufschwung bei Maria Linden. Nur 2 Minuten später stößt Justin Engeländer in die Gefahrenzone und wird zu Fall gebracht. Natürlich gibt es dafür einen Elfmeter. Geiens Ole Richelmann geht viel zu rustikal in den Zweikampf. Der Strafstoß ist dann eine Angelegenheit für Trian Tafilos Vlachos. Und der bleibt cool vom Punkt, zeigt keine Nerven und markiert den Doppelpack. Für den 19-jährigen Angreifer ist es das 5. Saisontor, binnen 3 Minuten dreht er die Partie. Weiter geht's. Die Oberbergischen drängen in der Folge auf das 3:1, doch Geiens Keeper Dennis Durukanli hält sein Team im Spiel. Doch die Gastgeber scheinen nicht mehr wirklich an einen Sieg zu glauben. Gegen Ende der Partie spielt so gut wie nur noch Maria Linden. Erst Durukanli und dann das Aluminium verhindern erneut einen höheren Rückstand. Doch am Ende passiert es dann doch. Und natürlich ist es Trian Tafilos Vlachos, der mit seinem 3. Treffer zum absoluten Matchwinner mutiert. Wunderschön, wie er das Ding aus der Distanz einfach reinhaut. Das 3:1 ist dann auch der Endstand. Mit einem lupenreinen Hattrick verschärft Vlachos also die Krise von Germania Geien. Sein Coach Mike Alzer war nach dem Spiel noch bei uns am Mikrofon. Ja, waren sehr schwierige Platzverhältnisse. Ich glaube, über 90 Minuten Kampfspiel. Was anderes war auf dem Boden. Bei den Bodenverhältnissen nicht möglich. Ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Das war eine Willensleistung und absolut verdient 3 Punkte hier mitgenommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.